Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. So, wir nehmen uns direkt mal was zu essen. Ne, gut, geht nicht. Okay, wir sollen also jetzt zu Barclay, der uns die ganze Zeit schon in den Zwischensequenzen immer labert. Was ist jetzt los? Mit der Waffe! Identifizieren Sie sich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Er ist ein Marine. Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz. Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig! Du laberst? Lassen Sie ihn durch! Aber echt, ey, ohne Scheiß. Meine Güte, ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus. Hör ich öfters. Was ist mit Ihnen geschehen? Aliens. Colonel Barclay wartet auf Sie. Hier entlang. Alles klar, ich komm mit. So, aha. Denen geht's nicht so gut. Oh, verdammt. Können die gar nichts tun. Irgendwas muss es doch geben. Oh Gott. Das da drin ist meine Frau, Sie Schwein. Lassen Sie mich rein. Ich will zu ihr. Das ist nicht möglich, Sir. Mit mir ist alles in Ordnung, Mann. Mir geht's gut. Das ist alles Quatsch. Das ist mir egal. Sie hat oh, die haben die Feinde gefangen genommen. Haha. Bitte stillhalten, Sir. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Halt Maul dahin. Kann ich nicht machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen sie sofort entwaffnen. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir durch. Ich guck nicht so viel zu denen rüber. Hier geht's lang. Und zack. Geh auf, du Tür. Ich will zu Barclay. So. Ist er dann schon? Ach, da ist er. Oder? Ist er doch. Ah, doch nicht. F benutzen. Ach, da hinten dran steht aber, glaube ich, oder? Ja, das ist er wirklich. Ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht. Ah, und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft haben. Sie hören haben, mir ne? einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten... Alcatraz! Sie haben es geschafft! Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorn schicken können. Er steht jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Er hat doch recht. Wir sind doch mit Abstand der Beste von den ganzen Nulpen da. Aha, hier gibt's Munition. Ah, nee, das sieht mal wieder nur so aus. Dr. Gould, danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuieren, zusammen mit den anderen Zivilisten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort soweit einen wir Angriff wissen, auf Hargreave inzwischen vorbereiten. Tot. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bring Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen Sir. Mit ihm. Vorwärts, Doc. Wir müssen los. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Jo, ich komme. Ja, dann komm du doch auch. Oder sollen wir auf das Knöpfchen drücken? Nee, gut. Macht er schon selbst, das kann er schon. Oh, scheiß Licht da, immer auch zu flackern. Ihr Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy SEAL, bevor sie abgestürzt ist. Aha. Sie muss ihn befreit haben. Aber warum sollte sie das nur tun? Keine Ahnung. Vielleicht braucht sie ihn noch für irgendwas. Wen haben wir da? Keinen gut. Ach, sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen.
doch hier rein. Hier funktioniert wirklich gar nichts. Ich warf Ling Shen und hab Strickland sterben sehen. Als Terra davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave? Was zur Hölle? Martinez, was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Wart hier die Keine oder was? Zeit mehr. Nee. Martinez, runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade abgelaufen. Auf Kampfstation, Haupthalle. Verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit. Geh hier schon mal mit. Wo sind sie, die Viecher? Kommt her. Hier hoch. Gut. Die Munition ist knapp. Und zack. Oh, da kommt wieder das geile Feuer raus. So. Wow. Ach, ich dachte, da wäre jetzt ein Loch, aber war kein Kontrollpunkt erreicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Wow. Ist echt was gefallen. Und zack. So. Ist das hier Chino? Nee. Oh, das benutzen wir mal. Bam. Ihr Schweine. Ach, hier den dicken. Den machen wir jetzt mal damit platt. Keine Munition, okay. Dann machen wir doch nicht damit platt. Was macht dann jetzt? Muss ich verarschen, ich will nicht das Ding behalten. So. Der wäre dann schon mal tot. Den hier haben wir auch gleich im Sack. Ja, der ist tot. Dann rennen wir da mal hin und holen uns die Katalysatoren. Scheiße. Hol doch die Shotgun, mein Freund. Der stellt sich einfach direkt mal bei das Vieh. Ja, und lässt sich umbringen. Und ich töte das Vieh. Alpha Kompanie. Katalysatoren habe ich erhalten. Wir brauchen 20 Minuten zur Evakuierung. Erledigt die Munition. Da hinten irgendwo. Was ist das? Wieso hänge ich hier fest? Yeah. Funkschuss. Ach, der musste nachladen oder was? Oh, wir haben keine Munition mehr. Dann nehmen wir die nächste Waffe. Oh. Wo kommt die denn her? Ich wollte mir erstmal Munition holen gehen hier. Die soll es doch hier irgendwo geben. Oh. Das sieht man nach etwas dickem aus. Scheiße. Jetzt sag mal, können früher. Ich dachte, da wäre nur ein Schiff gelandet. So, und jetzt brauche ich auch Munition. Wo ist die? Da hinten drin. Die war aber nicht hier hinten drin. Wo ist sie? Ah doch, tatsächlich. Dann Moment. Gleich. So. Oh, das ist schlecht. Zuerst mal hier die ausschalten. Und jetzt schnell hier hoch. So, er dürfte mich jetzt nicht sehen. Moment. Energie niedrig, ja, jetzt sieht er mich wieder. Haben wir hier einen Raketenwerfer oder sowas? Nee. Aber wir können Folgendes machen. Das, was wir das letzte Mal auch schon gemacht hatten. Und zwar nehmen wir jetzt unser wunderbares C4 und springen ganz einfach mal hier runter und legen das hier hin und sprengen das und sprengen uns mit. Scheiße. Also nochmal. Ich gebe mir jetzt wieder die Munition da hinten krallen. Stellungen halten! Wir brauchen 20 so. Minuten zur Evakuierung! Erledigt die Scheißmolusken! Direkt mal hier hoch. Und meine Freunde hier. Was war das denn? Achso, ich dachte schon, ich wäre tot. Aber noch ist es nicht so weit. Renn mal hier weg. Hier stehen wir sehr schlecht. So, hier müssen wir jetzt irgendwie wegkommen.
Wir haben auch noch eine Panzerfaust. Ah, ne, zuerst mal den da.